Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute bei uns hier im vorweihnachtlichen Landhaus Ettenbühl. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir jetzt vor Weihnachten ein paar Mal hier ein bisschen durch den Laden gehen und schauen, was es bei uns so im Sortiment gibt. Ein paar Anregungen für Weihnachten vielleicht noch. Und genau das machen wir jetzt in den nächsten Wochen bis Weihnachten. Das aber immer mal wieder so zwischendurch unter der Woche hier aus dem Laden senden. Und heute möchte ich im Prinzip einsteigen mit Gartengeräten, weil ich weiß natürlich, ganz viele von euch sind in diesem Bereich logischerweise unterwegs und suchen was Schönes für sich selbst oder eben für die Gartenfreundin oder den Gartenfreund zum Verschenken, für die Eltern, wen auch immer. Und da schauen wir heute mal, was wir da so haben. Aber gucken natürlich in den nächsten Wochen hier auch nochmal so zum Beispiel hier in unsere Abteilung Hüftgold, nenne ich das immer. Da sind viele Kalorien hier drin versteckt, aber auch eine ganze Menge Gesundes mit unseren schönen Tees, die wir hier haben. Dann können wir natürlich hier in den nächsten Wochen auch nochmal ein bisschen in die Richtung von Kosmetik, schöne Rosenkosmetik, tolle Düfte und so weiter. Da wird es demnächst nochmal auch drum gehen. Ganz, ganz feine Sachen. Dann ist natürlich immer ein schönes Geschenk, auch jede Art von Porzellan, wunderschöne Becher. Das ist immer toll, weil man die natürlich auch tagtäglich dann im Einsatz hat und brauchen kann. Aber eben auch schöne Rosenservice, wenn es eben etwas edler sein soll. Und ja, alles Mögliche werden wir euch ein bisschen in die Bücherecke zwischendurch mal gucken und eben jetzt jede Woche bis Weihnachten einfach ein bisschen etwas zeigen. Genau, und jetzt sind wir hier schon bei unseren Gartengeräten angekommen. Und da ist natürlich immer so die Frage, in welche Richtung gehe ich? Es gibt natürlich immer auch die günstigere Variante. Davon haben wir auch eine ganze Menge bei uns im Online-Shop. Das sind eben zum Beispiel diese Geräte hier. Schöne Schäufelchen, sehen auch toll aus, sind auch attraktiv und bewegen sich alle so im Preis um 20, 25, 30 Euro. Absolut okay, diese Geräte, wenn man nicht irgendwie täglich und ständig am Gärtnern ist. Ein schönes Geschenk ist es allemal. Wenn ihr was wollt, wirklich mit Nachhaltigkeit und Haltbarkeit und Geräte, die wirklich richtig was hermachen, dann setzen wir immer eben auf unsere Snebör-Geräte aus der Familienschmiede Holland Snebör. Die sind alle handgeschmiedet. Ihr seht schon, hochwertig und ganz, ganz stabil. Und wir arbeiten ja fast ausschließlich mit diesen Geräten bei uns hier im Garten. Unheimlich toll geschmiedet, immer auch mit dieser scharfen Kante, dass man gut durch die Erde durcharbeiten kann. Und die ist auch gut nachschleifbar. Schöne, griffige Holzgriffe, die man gut in der Hand hat. Und eben, das ist zum Beispiel so eine schöne Gartenkelle, was natürlich auch immer toll ist für so ein Starter-Set auch gerade. Das ist natürlich so eine Forke, eine Gabel zum Erde auflockern. Ich glaube, die gibt es auch noch dreizinkig, müsstet ihr mal schauen. Also das sind wirklich tolle, nachhaltige, starke Geräte, mit denen ihr gut arbeiten könnt. Schön ist natürlich auch sowas, dieser Unkrautstecher hier. Das ist auch eigentlich was, was in keinem Gartenkörbchen fehlen sollte. Da kann man eben sehr, sehr schön tief auch in die Erde reinarbeiten und auch so diese tiefwurzelnden Unkräuter gut rausholen. Für Löwenzahn gibt es allerdings tatsächlich was Spezielles. Da gibt es nämlich einen ganz tollen Löwenzahnstecher. Das ist eigentlich ein altes viktorianisches Gerät, das in diesen Zeiten erfunden wurde. Und hier vorne muss man eben so reinstechen, dass quasi die Löwenzahnwurzel hier dazwischen kommt. Dieses Teil hier ist ein Abroller, dass man eben guten Hebel hat zum Abrollen. Und ihr kennt es doch auch, ne? Wenn man so versucht, den Löwenzahn rauszukriegen, dann macht es immer so. Man merkt, wie die Wurzel so langsam nachgibt und so diesen Knack hat, und dann holt man sie raus und dann ist doch meistens noch ein Stückchen Wurzel hängen geblieben, und mit dem Gerät wird das wahrscheinlich so möglich sein, dass ihr die ganze Wurzel rauskriegt. Also müsst ihr mal schauen, das ist wirklich auch was ganz Tolles. Ja, und einer meiner Lieblingshandgeräte, ich hatte den auch schon ein paar Mal immer wieder auch im Video für euch, das ist dieser Handspaten. Das ist einfach wirklich ein Gerät, wo man punktuell auch toll arbeiten kann, so Multigerät. Also man kann gut tiefwurzelnden Unkräutern wiederum auch dem Löwenzahn oder der Winde und dem Giersch schön nachgraben. Man kann aber toll auch Tunnel
roten Zwiebeln damit setzen, weil er schön in die Erde tief reingeht. Und die muss ich ja so dreimal so tief wie die Zwiebel ist reinsetzen. Kann aber auch gut Stauden damit pflanzen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gerät und liegt schön in der Hand und hat eben auch einen tollen Hebel. Also finde ich immer wirklich ganz klasse. Und klar, es gibt da noch mehr, werdet ihr im Onlineshop sehen, wenn ihr schaut. So ein Laubrechen ist natürlich auch immer was Schönes. Da würde ich sagen, kann man jetzt preislich auch durchaus einen Kompromiss machen. Das ist jetzt so ein Gerät, wo es nicht jetzt so total auf die Verarbeitung ankommt und was eben auch in einem günstigeren Preissegment sicherlich Sinn machen kann. Zum Beispiel jetzt hier, das wäre so ein Äquivalent. Und da kann man natürlich durchaus auch mal Kompromisse machen. Ja, aber es ist halt einfach immer schön. Man hat natürlich, hey Seppel, man hat natürlich auch gerne solche Geräte in der Hand, hochwertige. Ne? Und die arbeiten einfach dann auch besser mit einem, wenn man die gerne in die Hand nimmt. Also von daher muss ich euch sagen, ich würde bei Gartengeräten immer nicht unbedingt einen Kompromiss machen. Was meinst du, Seppel? Und einfach wirklich gucken, dass ich da eine gute Qualität habe und entsprechend dann auch wirklich gern damit arbeite, es gerne in die Hand nehme, oft in die Hand nehme, weil eben little and often ist natürlich immer eine gute Geschichte im Garten, also immer wieder zu gärtnern. Genau, dann gibt es natürlich noch die großen Geräte. Da kommen wir jetzt wirklich in die andere Klasse nochmal. Was natürlich einer unserer absoluten Dauerbrenner ist, das ist die Rosengabel von Johns Garmin Designed und eben von Snebör hergestellt. Und ihr seht in den Videos, wer die Videos in den letzten Jahren beobachtet hat, da habe ich immer eine, die war schwarz hier. Die ist nochmal verbessert jetzt. Das ist richtig harter, harter Stahl. Da kann also nichts verbiegen oder ähnliches. Die ist also wirklich durchgehärtet und handgeschmiedet und ein tolles Gerät. Also von daher ist natürlich teuer, klar, aber es ist auch durchaus wirklich was für die Ewigkeit, also für die Gartenewigkeit, sagen wir mal. Also, ups, tolles Gerät. Dann hier das Herzschuffel, das spielt sich schon in den Vordergrund. Das ist natürlich auch so ein Gerät, das immer wieder total gerne verschenkt wird. Natürlich auch wegen der Herzform, so nach dem Motto, das Geschenk von Herzen, ganz klar. Aber es ist ein tolles Gerät, um eben in dicht bepflanzten Staudenbeeten auch toll eben durchzuarbeiten, wo die Stauden dicht beieinander sind und dann eben hier schön angenehm stehend zu schüffeln. Wir schüffeln ja ganz viel in den Gärten. Ihr wisst das ja auch aus den Videos. Und da nehmen wir ja häufig auch auf den größeren Flächen unser Schüffeleisen, unser Hollandschüffel. Das ist auch eben von Snebör hergestellt, nach einem Design von Johns Garmin. Ihr seht es auch wieder mit den Zacken. Die Zacken tauchen ja bei uns immer wieder auf, gleich auch nochmal beim Spaten. Und das ist natürlich auch ein tolles Gerät. Unsere Männer, die würden hier im Garten überhaupt nicht mehr ohne das arbeiten wollen. Und mir geht es genauso, weil man einfach wunderbar permanent das Unkraut im Stehen, ohne den Rücken beugen zu müssen, wirklich angenehm aus den Beeten rausschüffeln kann. Also das ist auch wirklich was noch wirklich zusätzlich Gesundes eigentlich, was ihr da verschenkt, ne? Oder euch leistet. Schön sind natürlich auch im Stehen Fugenkratzer, die gibt es meistens nur kurz als Handgerät und dann ist man halt wieder nach unten gebeugt und muss da irgendwo da unten sich abplacken und so ein langer Fugenkratzer ist natürlich auch eine schöne Sache, kann auch Sauzahn, kann man auch dazu sagen, ist natürlich auch schön im Gemüsegarten, um die Rillen für die Samen oder die Setzlinge zu ziehen, kann man es auch nehmen und dann eben die andere Seite, um schön eben Fugen sauber zu kriegen. Also finde ich auch ein tolles Multigerät. Und dann ist das hier noch so eine Zwischengeschichte. Dieser kleine Spaten, der ist wirklich ein absoluter, Wunderwaffe. Also ich finde den toll zum Staudenteilen. Und ihr seht es auch wieder, ganz toll geschmiedet. Wirklich wunderschöne Arbeit und einfach sehr hochwertig in der Ausführung. Total, ja, ein Gerät, das total viel aushält. Wie gesagt, Stauden pflanzen kann man damit, Stauden teilen kann man toll damit. Und das ist halt wieder schon dann der Unterschied zu so einem Gerät hier. Ist auch hübsch, ja, so eine lange Schaufel. Mit der kann man natürlich auch was anfangen, ist auch attraktiv als Gerät und ist durchaus auch legitim im Garten zu verwenden. Aber da sind wir bei 25 Euro. Das ist ein wirklich gutes, sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man sagen.
Das ist aber halt eben wirklich was für die wiederum Gartenewigkeit sozusagen. Und da sind wir halt bei 100 Euro, ne? Aber es lohnt sich und es ist ein tolles Gerät. Also absolut. Genau, und dann schauen wir uns mal hier noch die großen Geräte an. Die sind nämlich auch noch total interessant. Viele von euch kennen natürlich unseren Stony Ground Spade, den Zackenspaten von Johns Garmin. Hier habe ich ihn jetzt mal ohne Aussparungen. Ihr kennt ihn sonst eher mit den Aussparungen. Das ist natürlich schwerer, das Gerät, aber hat natürlich auch immer einen Vorteil, wenn ein Gerät schwer ist, dann kann ich natürlich auch dieses Gewicht, ich mache es jetzt hier nicht in den Holzboden, kann ich natürlich nutzen, um wirklich richtig gut in die Erde zu kommen. Und mir fallen natürlich nicht, wie bei dem Spaten mit den Aussparungen, wenn ich jetzt ein Loch aushebe, eben die Erde hier durch, wobei das eben auch gut geht. Aber er ist natürlich schon deutlich leichter, dieser Aussparungsspaten. Hat aber auch ganz normale Spaten, also normal in Anführungszeichen, ist jetzt zum Beispiel ein schöner Damenspaten. Der ist gut vom Gewicht, wirklich angenehm, aber eben auch handgeschmiedet, auch aus der Snebe-Schmiede, also wirklich klasse. Und was natürlich auch ein super Gerät ist, das ist der Rasenkantenstecher. Den habe ich ja auch immer mal wieder im Video gezeigt. Das ist natürlich ein Gerät, mit dem ich eine richtig schöne glatte Kante am Beet, eine Beetkante hinkriege. Das kriege ich mit dem Spaten nicht so hin. Und das ist einfach wirklich dieser Halbmond, wie man auch sagt, mit dem man eben richtig schöne, korrekte, glatte Kanten stechen kann. Tolles Gerät, ist sowas, was man sich nicht unbedingt selber mal eben gerade leistet, aber als Geschenk natürlich eine schöne Sache. Also von daher, das wären mal so die wichtigsten Geräte, mit denen man natürlich echt Freude machen kann und vor allem eben lang anhaltende Freude auch. Und was, wo die Leute natürlich auch immer, die Gartenfreundinnen und Freunde, wenn die damit dann arbeiten im Garten, auch immer wieder denken so, ja, das war mal wirklich ein richtig tolles Geschenk. Genau, aber jetzt nochmal ganz kurz hier in unsere Gartenecke. Das ist sozusagen die Gartenwohlfühlecke. Ihr kennt diesen Gürtel noch von letztem Jahr, den hatte ich häufig in der in den Videos an, vor allem in den ersten Videos. Den finde ich nach wie vor ganz klasse. Ich hatte halt zwischendurch mal das Gefühl, ich muss mir mal so ein bisschen einen Ledergürtel gönnen, weil das einfach auch natürlich sehr, sehr schön ist. Kriegen wir aber leider im Moment nicht mehr. Davon hat es, glaube ich, im Moment noch zwei. Falls jemand daran interessiert ist, ist natürlich auch ein schöner, schönes Teil. Aber natürlich hier dieser Gürtel ganz klasse. Hat ganz, ganz viel Platz für Schere, für Schnur, für alles Mögliche. Ist sehr, sehr praktisch, robust. Also von daher wirklich eine tolle Sache. Genau, und dann haben wir hier eben auch nochmal eine ganze Menge andere Geschichten, die auch wirklich richtig schön sind, also zum Beispiel ähnlich wie dieser Gürtel, eine Schürze, die hatte ich auch letztes Jahr schon mal in einem Video an, da ist natürlich dann halt einfach oben noch der Latz mit dabei, wo man nochmal eine Tasche zusätzlich hat, aber auch sehr praktisch, also wer gerne so eher schürzenmäßig angezogen ist. Und richtig klasse, das finde ich immer ein tolles Geschenk, ist dieses Teil hier, das ist ein Hocker eigentlich, aber der Hocker, der hat die Funktion, dass er außenrum ganz viele Taschen hat, wo ich Sachen unterbringen kann, eben auch wieder Schnur, Scheren und so weiter, aber auch eben hier unten drin nochmal richtig die Möglichkeit hat, was eben zu verstauen. Also da hat man richtig viel Platz und von daher, das ist also auch ein tolles Geschenk und für den, der so an der in seinem Beet am Arbeiten ist und ein bisschen da unten am Rumwudeln und am Jäten oder was auch immer, ist das natürlich auch ganz nett, zwischendurch mal zu sitzen. Also ist auch recht stabil, wie ihr gerade gesehen habt. Von daher wirklich ein schönes Gerät. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch so ein bisschen diese aufgehübschten Sachen, ne? Also das ist so das Sunshine-Gärtnern. Das ist ja auch total schön, so für den Balkon oder die Terrasse, so ein schönes Schäufelchen mit kleinen Bienen drauf und ein Sitzkissen dazu oder ein Kniekissen auch. Auch kann man es nehmen, ne, dass man, wenn man so irgendwo seine Kübel bearbeitet oder so schön drauf knien kann oder wenn das Bänkchen noch ein bisschen feucht ist, dann kann ich da mich draufsetzen. Schäufelchen rein, Geschenk fertig, wunderbar. Gibt es natürlich auch noch mit anderen Motiven, hier zum Beispiel mit diesen Rosenmotiven, zum Beispiel eine hübsche Gartentasche mit so diesen Kunstlederapplikationen, auch wieder solche Rosenschäufelchen dazu. Auch eine tolle Sache. Da gibt es dann sogar noch Knieschoner, wenn jemand sowas brauchen kann. Auch ein nettes Geschenk, finde ich. Aber auch eben wieder so ein Knie- oder Sitzkissen mit so einer
Tasche obendrauf. Also da gibt es einfach wirklich, je nachdem, für welchen Geschmack das auch gedacht ist und für welche Nutzung, da kann man also dann auch so ein bisschen schöne Geschenke noch machen. Aber wie gesagt, das ist also wirklich so, dass Sunshine-Gärtnern, die werden natürlich auch irgendwann ein bisschen nachgeben von der Farbe und so weiter. Genau, also das ist noch schön. Auch Kleinigkeiten sind natürlich toll. Also ich finde zum Beispiel immer sowas super Praktisches wie Tischtuchgewichte, finde ich richtig klasse. Weil das ist was, was jeder brauchen kann, wenn uns im Sommer ständig da irgendwie die Tischdecken weggeweht werden. Wir haben so viel Wind gehabt im letzten Sommer und im vorletzten auch. Wir stehen hier ständig im Wind mittlerweile. Wir können gar nicht mehr ohne die Dinger. Und das ist natürlich ganz süß, dann eben mit diesen Gartenmotiven, Schäufelchen, Gießkanne, Körbchen, Schubkarre oder eben hier die Schmetterling, Libelle, Biene und Marienkäfer. Also solche Sachen sind natürlich einfach auch sehr hübsch. Aber das jetzt nur so by the way. Ich möchte euch jetzt noch kurz die Handschuhe zeigen, weil das ist nämlich auch noch ganz schön, was wir da so an Handschuhen hier vorne haben. Diese ganze Ecke mit Schnur und Sämereien und all diesen Sachen, Anzuchtgeschichten, das sind natürlich auch schöne Geschenke. Können wir uns aber dann im nächsten Video auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Türstopper gibt's da, Etageren, eben diese ganzen netten Katzen und sonstigen Tassenmotive. Genau, aber schauen wir mal hier ein bisschen noch jetzt drum mit den Handschuhen. Weil das ist natürlich auch immer ein schönes Geschenk. Ihr kennt die Handschuhe, die ich immer in den Videos trage. Das sind diese hier. Ich trage mit meinen Patschentchen eine Größe 7. Das mal so zur Orientierung. Also ich habe keine großen Hände und sollte mit der richtigen Hand reingehen. Genau. So. Passen wie angegossen. Und gibt es natürlich in verschiedensten Größen. Falls es wirklich nicht passen sollte, könnt ihr sie natürlich zurückschicken und dann eine andere Größe nochmal bestellen. Aber also hier so, meine Hand hat eine 7. Genau, und da hat es natürlich verschiedenste. Diese hier sind natürlich auch sehr, sehr schön und edel. Bei den Rosen, wenn es um Rosengärtner geht, ist halt immer die Stulpe toll, ne? Dass ihr einfach die Unterarme auch noch schön geschützt habt. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es natürlich auch welche, die noch viel, viel heftiger und deftiger und fester sind. Aber dann eben nicht so eine lange Stulpe haben. Also auch wirklich schön. Und es ist halt auch immer toll, das kann man brauchen, das kann man immer anziehen im Garten, kann man immer verwenden. Von daher wirklich ein schönes Geschenk oder dann halt so was Edleres. Ne? Ich meine, da wird natürlich jetzt jeder denken so, hä, was ist denn da los, weiße Handschuhe im Garten? Das sieht ja furchtbar aus. Die kriegen zwar Patina, das ist ganz klar. Aber sie sind trotzdem, sie werden nicht unansehnlich. Also ich finde, sie haben dann einfach so einen eben Arbeitstouch, aber sehen trotzdem noch schön aus. Da war ich also auch selber ganz erstaunt. Die sind jetzt riesig. Das ist eine Größe 10 wahrscheinlich. Das ist natürlich für mich auch viel zu groß. Aber gibt es natürlich auch in einer anderen Größe und schön mit dieser Lederstulpe. Riechen auch lecker. Also von daher, das ist eine klasse Sache. Ja, so ihr Lieben, das war es dann schon mit unserem ersten kleinen, sehr neugierigen Ladenrundgang vor Weihnachten. Machen wir nächste Woche gleich wieder. Am besten dann schauen wir nochmal nach Scheren und nach anderen Zubehör, was man gut gebrauchen kann. Aber natürlich auch, wie versprochen, Seifen und alles mögliche. Mal schauen, was uns so einfällt und was wir so finden im Laden. Richtig? Genau. Für heute wünschen wir euch einen ganz wunderschönen Feierabend. Kommt langsam so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung. Bei uns stellt sie sich jetzt auch so langsam ein. Und hier ist es richtig schön flauschig warm hier im Kamin. Wir haben aber, apropos flauschig warm, einen Wahnsinns-Kälteeinbruch jetzt auch gekriegt, wie viele ja in Deutschland. Bei uns ist es ja noch gar nicht so schlimm gewesen. Sonntag geht es im Sonntagsvideo darum, wir retten unsere Rosen, wir retten unsere nicht winterharten Stauden. Also da muss man ganz schnell jetzt handeln. Eure Fragen werden wieder beantwortet, selbstverständlich. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag wieder. Wir freuen uns ganz doll drauf, richtig? Ja. Und wünschen euch jetzt einfach einen wunderschönen Feierabend. Erlebt. Er lebt, bewegt sich noch. Okay, also einen schönen Feierabend. Macht's gut. Tschüss.